und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und ich habe hier ein neues Video für euch, und zwar die Signatur Nummer 4, die ich für ein Mädel aus unserem Junk Journal Bastelteam gemacht habe, unsere Crew. Ja, wir tauschen nämlich Signaturen. Jeder von uns bekommt von den anderen Sechsen jeweils eine Signatur und kann sich dann so ein richtig dickes, fettes Junk Journal zusammenbauen. Aus 6 individuellen Signaturen von den anderen. Und ich bin so gespannt. Eine habe ich selbst schon bekommen. Und das ist jetzt die Nummer 4, die ich nach diesem Video schön verpacken und versenden werde. Ja, und bisher muss ich sagen, dieses ist die experimentellste, die ich in dieser Runde gemacht habe. Es hat mega, mega Spaß gemacht. Liebe Evi, siehst mir nach, falls du sagst, oh Gott, was hast du da gemacht? Dann sag mir Bescheid. Dann behalte ich sie selber. Ich habe sie lieb. Ja, bevor wir einsteigen, hast du meinen Kanal schon abonniert? Wenn nicht, super Idee, jetzt das zu tun. Stell mir gerne Fragen, komm mit mir in Austausch. Ich bin total gespannt und wir haben super coole Ideen und Fragen einfach schon im Chat gehabt. Und ja, ich bin auch happy, wenn ihr mich bei Facebook anschreibt, ne? Also wir können auch gerne uns da weiter austauschen. Super gerne, ihr seid eingeladen. Und ich freue mich auf eure Rückmeldung. Ansonsten freue ich mich natürlich auch über Likes. Ganz klarer Fall. Ja, wir steigen ein. Diese Signatur geht an Evi. Ihr seht schon, sie glänzt ein wenig. Ich glaube, das sieht man auf der Kamera sieht man das auch. Ich gucke mal, muss man halt ein bisschen recken. Und was habe ich gemacht? Ich war in Schweden, habe meine ganzen Bastelsachen mitgenommen, um Signaturen für die Mädels mindestens mal anzufangen. Ja, und ein paar davon sind schon ganz weit gediehen oder fertig. Unter anderem diese hier, weil ich habe einfach einen Ideenflow bekommen. Das geht jetzt in eine Richtung, die sehr, also wirklich richtig retro ist. Dementsprechend ist das so eine Sache, ob man es mag oder nicht. Ich liebe das. Also ich liebe auch diese Signatur, wie ich dahin gekommen bin. Ja, es hat sich so eins zum anderen ergeben. Ne? Ich bin über Flohmärkte geschlappt und ich liebe schwedische Flohmärkte. Ich könnte mich da Tage und Stunden aufhalten und bin fündig geworden. Habe hier so eine Tischdecke gefunden, die diese richtig schönen Retrofarben hat. Habe Zeitungen gefunden, habe Schriften gefunden, habe alles Mögliche, wobei das ist tatsächlich deutsche alte Schrift. Und habe dann angefangen, hier diese Signatur zusammenzustellen. So, wie auch bei den anderen Mädels, bekommt auch Evi so einen kleinen süßen Dingeldangel. Kann man auch natürlich noch erweitern und ähnliches. Ich dachte mir nur, wenn man den als Lesezeichen benutzt, dann sollte da vielleicht nicht so ein dicker, fetter Puschel dran hängen. Den habe ich in den Farben gehalten, wie auch das Journal ist. Mit ein bisschen Klimbim. So, Evi bekommt auch einen kleinen süßen Schmetterling, den man auch als Lesezeichen benutzen kann. Und dann wollen wir mal einsteigen. So, bisher. Ich muss ja bisher sagen, weil 2 Signaturen sind ja noch übrig. Ich muss noch mal einen Schluck Kaffee zwischendurch trinken. Der übrigens sehr heiß ist. Es ist nämlich noch früh am Morgen. Ich habe noch Urlaub. Noch einen Tag. Schniff. Naja, ich habe noch Urlaub und werde diesen Urlaub jetzt hier bastelnder und filmenderweise genießen. So. Was sagen, bisher ist Evis Signatur die einzige, die mit ihrem, sag mal, Stoffcover fest verbunden ist. Bei den anderen habe ich so einen Einschlag gewählt, den man abmachen kann, aber hier war es einfach so Teil des Ganzen, dass es nicht anders ging, als so zu sein, wie es ist. So, genau, ich habe die Tischdecke aufgeklebt auf ein Designpapier. Hier ist ein kleiner persönlicher Gruß für Evi. Auch schön mit Marilyn Monroe. Ich fand, das passte wie A auf E. Und dann geht's hier los. Wundert euch nicht, die Signatur fällt natürlich noch so ein bisschen auseinander. Einfach deswegen, weil sie nicht eingebunden ist. Da muss ja jeder von uns selber dafür sorgen, dass er seine Bindung in seinem Buch dann so macht, wie es halt sein soll. Ne? Das wird bei jedem bestimmt ein bisschen anders gebunden werden. Manche verdeckt, manche offen. 2 Strippen, 3 Strippen, keine Ahnung. So. Also ich habe, Evi hatte einen Wunsch. Evi mochte gerne Vintage und Evi mochte auch gerne Schmetterlinge. So, den Teil wusste ich vorab. Und dann habe ich hier angefangen. So, dieser kleine Faden hier stört mich gerade noch so ein bisschen. So, weg mit dir. Genau, cozy. Ich finde einfach, Retro hat sowas von cozy. Und Schmetterlinge sind einfach so für Leichtigkeit und Fröhlichkeit.
Die schwedische Werbung, die ich so gefunden habe, herrlich. Also hier ist übrigens Garnwerbung, ne? Ich habe viel Platz auch zum Schreiben noch gelassen und habe nur hier und da so ein bisschen gestempelt. Ich habe es nicht übertrieben, also ich habe nicht das ganze Buch so voll geballert, weil es ist sowieso schon voll. Voll mit Werbung, voll mit kuriosen Sachen. Ne? Blessed are the curious. Die Neugierigen sind gesegnet. Und auch hier und da befinden sich noch so extra Seiten, ein bisschen Designpapier hier, um einfach noch ja, bisschen was mehr aus dem zu machen, was man schreibt. Genau, solche alten Seiten wie diese Steno-Seite hier oder Kurzschriftseite habe ich mit Scotch-Tape bearbeitet. Einfach deswegen, damit es nicht auseinanderfällt. Weil ihr seht hier die alte Kante, die möchte ganz gerne ein bisschen lieb gehabt werden. So, und hier und da sind Sticker drin, weitere Werbung. Die kann sich Evi denn dahin pappen, wo sie hinhaben möchte. Also, dürfen hier drin wohnen, können auch in jedem anderen Journal wohnen. Who knows? Genau, deswegen habe ich hier so ein paar Paperclips. Mit denen kann man die Sachen dann auch wieder rausnehmen. Kleiner Kaskadenblock darf nicht fehlen. Der gefällt mir an der Stelle nicht so hundertprozentig. Ich habe aber auch keine bessere gefunden. Aber ich gehe mal davon aus, dass ihr den eh rausnimmt und irgendwas anderes damit macht. Und ein alter Telegrammumschlag. Den habe ich von der lieben Sonja aus Österreich bekommen. Und der passt in dieses Journal einfach großartig. Ja, und hier ist nochmal ein, ja, Who is Who, der, was machen die denn? Ich glaube, das müssten Biologen und Co. sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, auf jeden Fall Menschen, die sehr retro aussehen und deswegen hier wunderbar reinpassen. So ein paar Stanzteile, Sticker, Tags, genau, hier mal awesome. Gott, ist es zu früh. Ein schwedisches Lied, ein kleiner alter Kalender, wo auch mal drin geschrieben wurde. Den kann man sich natürlich auseinandernehmen und irgendwie anders verarbeiten, das ist ganz klar. Ob der jetzt hier drin wohnt oder nicht, der macht die Signatur schon echt ein bisschen dick. Das kann man nicht von der Hand weisen. Ja, hier und da habe ich ganz leicht gestencelt. Es war mir fast zu viel, hier noch Stencil reinzupacken. Hier wirklich manchmal nur so ein Hauch. Ja. So. Nur das Beste ist gut genug. So, jetzt haben wir hier noch so ein bisschen Werbung. Ja, Zahnpasta-Werbung, ne? Also richtig alte Zahnpasta-Werbung. Ich habe mich weggelacht, als ich diese Werbungssachen gefunden habe und ich musste sie teilweise ausreißen, ausschneiden, irgendwas, um sie in den Signaturen unterzubringen. Also ganz ehrlich, diese Bilder, ich liebe es. Ich könnte mich da reinlegen. So, und hier auch ein alter Umschlag. Und da passen natürlich auch noch so ein paar schöne Sachen rein. Do what you love, so ein bisschen verkrickelt. Ja, Schmetterlinge. Overthink outside the box. So, hier mal ein bisschen Edith Holden. Da habe ich schon die Seiten genommen, die so ein bisschen bräunlichen Ton haben. Ne? Ihr merkt da ja. Sie hat alles, alles so einen Grundton, der sehr Vintage, Retro, wie auch immer ist. Genau. Hier haben wir noch einen Achtungs-, ein Hinweiszettel, der aus einem Heft stammt. Dieser Zettel ist in jedem dieser Hefte und es ist total lustig, weil er einfach ein bisschen das erklärt, was man denn da als nächstes zu lesen bekommt. Diese Zeit nimmt man sich heutzutage gar nicht mehr, sowas zu lesen oder überhaupt in irgendwas reinzuschreiben. Das ist von 1909. Also hat das schon einen echten Retro-Style. Genau, hier haben wir noch eine kleine Überraschung, eine alte Fotografie der Postkarte. Haben wir ein bisschen drauf geschrieben, also einen alten schwedischen Preis, der schon von Anno dazumal ist. So, hier immer noch so eine herrliche Sache. Ne? Haarmode. Oder Hutmode, besser gesagt. Na, habt ihr Lust, mal so einen Hut aufzusetzen? Also, ich bin... Ja. Ansonsten haben wir hier noch so ein Radio und was anderes. Ich weiß gar nicht. Ich könnte es jetzt... übersetzen. Mein Schwedisch ist, sagen wir mal so, nicht so schlecht.
aber auch jetzt nicht, dass ich simultan übersetzen könnte, da ich das mal eben ganz flüssig vorlesen. Ich weiß auch nicht, interessiert euch wahrscheinlich auch nicht so. Aber im Endeffekt ist es ja hier das Journal, was zählt und nicht die Übersetzung dieser Werbung. Wobei ich finde sie einfach nur cool. Hier haben wir so einen schwedischen alten Marktplatz. Das könnte sogar bei einem... Ja genau, das ist in Tingsryd von 1922, der Tingsryd-Marktplatz. Und ein paar Sticker, die dazugehören. Creativity takes courage. Ja, ich hatte tatsächlich Courage hier, diese Signatur, ein paar Standsteile reingepackt, diese Signatur so aufzubauen. Evi, ich hoffe echt, du nimmst es mir nicht übel, dass ich so eine krasse Retro... Signatur gemacht habe hier. Genau, sie habe ich jetzt hier reingefrachtet, weil ich fand sie einfach so herrlich. Und sie hier, ne? Und Astrid Lindgren schmunzelt da drüber. So, jetzt haben wir hier noch ein paar Sticker am Start und ein Live-Tab. Ich habe extra hier so ein bisschen einfach den Stoff überstehen lassen. Ja, hier haben wir noch ein bisschen eine Karte von Boros. Und hier was man noch so blättern kann. Stehen wir ja und jetzt hier nochmal Puderwerbung, ne? Herrlich, ich liebe das. Ich weiß nicht, ob ich mich damals auch so wohl gefühlt hätte, als die diese Werbung und alles da erfunden haben. Aber jetzt von heute aus betrachtet, ist es einfach nur cool. Hier wieder ein bisschen zusammenrutschen, das Ganze nicht auseinanderfällt. Ja, und die Frauen, die haben sich natürlich immer sehr schön um die Männer gekümmert und auch zugesehen, dass sie ordentlich riechen, ordentlich gekleidet sind. Heutzutage können die Männer das selber. Meistens. Nicht immer. Aber doch meistens. Genau, hier noch so ein bisschen alte Sachen. Da sind wir am Ende der Signatur angekommen. Hier ist noch so eine richtig schöne alte Fotografie aus Ronneby von Signe Lindström. Und die Telefonnummer ist doch herrlich. 186 in Ronneby. Ja, herrlich, oder? Das, ja. Und mit diesem Telefon konnte man bestimmt die 186 anrufen. Ja, wir sind am Ende. Nein, nicht umschlucken. Ich werde jetzt diese Signatur hier schön verpacken. Mit einem kleinen Gruß natürlich. Und dann geht es hier auf die Reise. Und ich bin so gespannt, was Evi dazu sagt. Weil ich glaube, bisher... habe ich bei Evi selbst im Kanal noch nicht so eine Signatur gesehen oder noch nicht diesen krassen Retro-Style. Entweder schockiere ich sie damit komplett oder sie findet es lustig. Ja, wie gesagt, ich verharre gespannt, bis diese Signatur ankommt und Evi sie in den Händen hält. Genau, ich weine ein bisschen, dass ich dieses Schätzchen gehen lassen muss, weil auch alleine dieses Cover, ne? Ach, ich könnte es die ganze Zeit anfummeln. Evi, genau, du kennst das Spiel, du kannst damit machen, was du willst. Also auch wenn das Cover dir furchtbar ist, mach anders. Oder schrei um Hilfe oder so. Ja, ich freue mich, dass ihr mich bis hierhin begleitet habt. Ich setze mich jetzt gleich dran und mache die nächste Signatur. Ich weiß noch nicht, ob ich damit heute fertig werde, aber ich denke mal, in den nächsten Tagen werde ich das bestimmt geschafft haben, dass ich auch die Signaturen für die anderen beiden, für die verbliebenen beiden, die noch keine von mir bekommen haben, fertig machen. Dann bekommt ihr neue Videos zu sehen. Jetzt für den Moment freue ich mich erstmal, dass ihr dabei wart. Freue mich riesig auf eure Kommentare. Ich bin so gespannt, Leute, ob ihr sowas cool findet oder wirklich zum Schreien. Ja, und ich würde mal sagen, wir sehen uns bald. Vielleicht gehen wir in Interaktion und bis demnächst in diesem Kino.